Bravo Lead, Bravo ist aufgesetzt. Bravo 3 aufgesetzt. Übrigens, wir haben vorerst keinen Sonny mehr. Der ist geflogen, ich hab's aber schon klar ausgebetzt. Kommt gleich, aber irgendeiner hat er als Reserve. Falls es euch interessiert. Ja. Jo. Nee. Das sollte dann noch ein Ansporn sein, Leute, nicht anschießen lassen. Ja. Ja, würde ich. So als Beobachter, genau. Vielleicht nicht alle, dass ihr da weggeschossen werdet oder so. Müssen wir mal gucken, wie es da aussieht. Ich kenne die Festung noch nicht. Ich glaube nicht. Okay. Ich war mal fast Berlin dran, glaube ich, in Baden-Württemberg. Was ist denn zu Recht in Berlin Lanzenträger? Copy. Mhm. Ja, die kenne ich auch noch nicht. Ich kenne den fetten Funkturm hier, der ist gut. Auf dem lag ich schon und hab geschossen. Mhm. Highlight der Karte, finde ich. Also der Funkturm ist gut. Die Straße da auch. Ja. Hey, ja, Berliner ist auf deiner Mission. Mit der 107 da oben. Mit dem epischen Rückzug. Geht im Osten noch. Sonnenaufgang um 8, wo ist denn das? Schieß es ab! Bam, 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 bam. Da musst du aber ganz schnell hin mit deinem Hunting Knife und es ausschlachten. Ja, aber sorry, ich hab keine Streichhölzer, das bringt mir nichts. Ich war jetzt landet jetzt. Ja. Und go, go, go. Die landet nach dem Lander, genau. Wir bauen mal eine Rundumsicherung, baut er auf und dann ja. Werden jetzt hier wohl auch landen, ja. Ich decke Richtung Nordosten ab. Ich hab Norden und Westen. Okay, wir marschieren mal schon mal Richtung Ost jetzt langs. Geht ja der eine Heli gerade runter. Dass wir uns da an der Straße treffen.
Bravo 3 heil am Boden, Pilot scheint verletzt zu sein. Ja, verstanden. Wir haben keinen Sanitäter, der den Piloten behandeln kann derzeit. Kannst du ihm sagen. Ist der am Boden oder kann er nur fliegen oder was? Okay, also Heli ist Schrott, wir sind alle heil. Es war nur die Frage, ob jemand einen braucht. Mein Fehler. Verstanden. Wir sammeln uns an der Straße bei 70 Grad. Das ist eine kleine Straße mit so Steinen rechts und links dran. Bravo 3 an Bravo Lead. Höre. Ein Heli müssen wir noch zurückkommen. Peanut, gleich unser Pilot. Gleich Bravo Alpha 1 müsste wieder weg. Bravo 2 ist an der Straße sicherlich Gebiet. Das Gebiet. Eine Sonnenbrille wäre jetzt nicht schlecht. Verstanden, Bravo 1 und 2. Jo. Kommt. Ja. So, wir folgen jetzt der Straße bergab, sag ich mal. Bravo 1 geht voraus, dann Bravo 2, dann Bravo 3. Formation ist eine Speerspitze letztlich. Also vorne dünn, hinten etwas breiter. So verstanden. Ja. Und wir sind der breite Arsch. Jedenfalls ein Teil. Ja. soll ich jetzt zu Fuß wieder zurück oder laufe ich mit euch mit? Gut, Leute, von uns sagen, der Spitze, wir sind an letzter Position. Oh! Peanut? Hm? Oh, meine Herren. Schwimmen ist ja bekanntlich gesund. Direkt macht eine Art rechts ausschweifende Bastung. Nach rechts wäre schlecht. Sehr bewusst. Ja, so weit. Dann lasse nach links ausschweifen. Ja, komm, links wäre besser. Okay. Ja, ja, wenn du links von der Straße bist, dann lauf auf links, dann kannst du nämlich deine Männer nach links besser kommen. Ortschaft 12 Uhr. Ja, wo soll ich denn jetzt laufen? Rechts oder links der Straße? Links der Straße, bitte. Okay. Welche Infos werden immer frei? Ja, das ist Bravo 2, also das ist links von dem. Ich hätte links eine Mauer, wo man eine Position gehen könnte erstmal. Echt? Wer sagt das? Die Speerspitzenformation. Paul, Ivi, haltet mal ein bisschen mehr Abstand ein. Paul, halt in Richtung. Links. Verstanden. Könnten wir auch in Deckung vorrücken, Leute. Wie bitte? Negativ. Das ist von dem einen Yui, der abgekackt ist. Okay. Ja, von Ost nach Nord.
Ortschaft sieht relativ sauber aus. Relativ? Ja, ich weiß nicht, wie es innerhalb des Gebäudes aussieht und so. Ein Königreich für ein Fernglas. Target Inside, die Burg. Fortsetzen Richtung Festung, so links an Valorosi vorbei, beziehungsweise nördlich. Letzte Mauer in Richtung Norden oder in Richtung Osten runter? Alles klar. Verstanden, Bravo 1, Bravo 2 und 3 ebenfalls Position halten. Kann ich die Mauer nicht auflegen? Nicht weiter vorrücken erstmal. So verstanden. Ah, hab. Leute wieder. Ja, ich hab. Ost bis Süd sichern. Man kann es auch mit Shift-Leertaste forcen. Easy, du hast da unten dieses ST hat, oder? Ja. Hab keins. Okay. Der innere Kreis. Denke mal. Der Mindestabstand der gibt's da noch was auf dem Markt? Sehen durch die Scheiße, ey. Das ist halt immer der Punkt, wo du dich zu beiden Seiten. Ja, dann drück einfach rechte Maustaste gedrückt halten. Dann drückst du rein und dann geht das weg. Das ist der Punkt halt. Knapp. Wo du dich mit ausrichtest, drück mal N. Wo die beiden anderen Soldaten dann sind, also ja? Bravo Lead hier, ich sehe auch keine feindlichen Einheiten. Wir können weiter vorrücken. Müsstest du eigentlich auf jeden Fall vielleicht mal orange Ich lag an dem Crash mit dem Baum. So Leute, weiter geht's. Mit Medic hier im Bravo? Ein Korps. Jungs, wir sind da. Verstanden. Bravo 2 kann den langsam wieder nachrücken. 3 sichert. 2 ist schon bei Bravo 1. Und im Zweifelsfall mit sterben, ja? Eingangstor, 12 Uhr. Dann wär's mal verstanden, und dann rein, oder?
Wenn Eingang erreicht, dann Sicherung der Festung von innen. Zwei unterstützt dann. Oder einfach so jetzt rein. Okay. Ich hab Süden im Blick. Naja, ich guck. Tor. Die Küstenstraße sieht auch soweit sauber aus in Richtung Norden. Knock knock, wir sind's. Jawohl. Wenn ihr schreit, bleiben wir extra draußen. Ich komm dann. Ja, nebenbei. Wir übernehmen hier. Ja, ich hab hier auch gleich einen Busch. Wie weit kannst du denn einsehen? Also ich sehe halt die rechte Kante logischerweise. Aber die linke auf keinen Fall. Ja, wunderbar. Also ich kann die erst auf der linken Seite sehen, wenn ich die vorne nicht gewinne. Oh! Wir sind jetzt auf Position. Das ist halt das Problem, wenn ich es aufstelle. Aber du hast die meiste Firepower. Das heißt, was ich nicht hinten weg wollte, holst du vorne nochmal weg. Was du nicht erwischen solltest, würde ich vorhin nochmal erwischen. Ja. Alles klar. Berliner! Ist oh, Drachen mal down! Wieder hoch. Ja, hab's gesehen. Hab ich, deins ist. Warte mal kurz. Du hast auch kein Medkit mehr im Rucksack, oder? Nein. Gut, dann musst du dich noch gedulden. Ich habe keine Medkits mehr. Du brauchst nur Medkit. Braucht ihr da oben Medic? Ja. Okay. Alles klar. Guten Tag. Ich habe euch versucht, auch eben zu erreichen. Kannst du uns vielleicht, oder die hier vielleicht noch Munition einpflegen? Die wird nämlich langsam auch knapp. So, eine Kiste. Wollte ich noch durchgeben. Wieder kannst du. Drei an alle Bravos, unsere Leute. Drachen, Maul und ich sind in den ersten Ring zum Torbogen. Na, Alpha 3 hat auch schon Probleme, dass es im Osten jedes Mal zu feindlichen Aktivitäten kommt. Ja, du kannst ja schon mal was rausnehmen. Ja, den höre ich. Da müssen wir gleich eh mal rausgehen. Und wegen dem komischen Truck, der da rumsteht, oder Jeep. So. Nehmt mal nur ein bisschen Muni raus. Die anderen brauchen auch noch welche. Ich gebe das denen im.
Ja, so 8 bis 10 Magazine. Dann lass mal erst dein Team, dann rufe ich die anderen, Coach. Oder ist es zu viel? Habt ihr? Gut, dann rufe ich Team 2. Könnt ihr die ablösen kurz? Im. Wo sind die? Im. Die 2, Bravo 2, die sind im. Die sind im Westen. Der westliche Ausgang. Tiberians Team. Ja. Die sollen sich nämlich kurz die Munition holen. Bravo 2 für Bravo Lead kommen. Bravo 1 löst euch jetzt kurz ab im Westen, danach kommt ihr zu ja, der Anhöhe in der Festung, zu dem höher gelegenen Teil, da ist eine Munitionskiste, da könnt ihr euch bedienen. Und ein bisschen Sandkissen sind da auch noch. Negativ, wir sind mit Munition vollkommen ausgeladen, ausgerüstet. Wir haben den Feind geplündert. Achso, verstanden. Ansonsten liegen hier noch Standardmagazine bereit. Gut, in dem Fall kann sich dann. Kurze Änderung. Bravo 1 kann dann wieder Position im Süden einnehmen. Und dann kann Bravo 3 sich jetzt an der Munitionskiste bedienen. So, verstanden. Verstanden, danke. Sorry, Jungs. Der heizt hier aber auch lang. Noch einer. Ja. Nee, bewusstlos. Ja, die sind alle bewusstlos. Jetzt rechts abbiegen. Aber nicht rückwärts fahren einfach. Brauch Medic, brauch Medic. Ja, kommt noch, kommt noch. Nächsten Linkskurve und dann Rechtskurve. Na, die Straßenverhältnisse sind ja auch super. Wow, das war ein Leck. Ich dachte, wir fahren gerade so erstmal so in den Wald rein. Ich wollte schon so schreien, nach rechts, weiter nach rechts. Ich wollte schon wirklich so anfangen zu schreien, dass wir wieder rechts auf die Straße müssen. Die Lüftung aus. Schalten auf interne Sauerstoffversorgung, ne? Ja. Was haben wir? Links abbiegen. Baum. Oh, Baum! Ja, das war der Baum. Ich glaube, ich brauche gleich Morphin. Ich brauche ja, Morphin. Ich brauche Morphin auch. Wenn ich bewusstlos bin, ist es deine Schuld. Bei mir auch. Hoffentlich. Hey, wir sind strong. Verstanden, ich informier den Sunny. Wenn wir den Haltepunkt erreichen, sitzen alle Teams ab, bauen eine Runde Umsicherung auf und dann kommt der Sunny rum. Wieder der Haltepunkt. Überstanden. 200 Meter. 100 Meter. Stopp! Sunny Möter! Sanitöse. Rundumsicherung als Granatenziel oder wie? Ja. Wenn ich hätte. Ich sag doch, dass das jeder normale Soldat nutzen kann. Ihr könnt ruhig noch ein Stück weiter ranfahren. Schieben wir.
Ach, die ist animöse. Töse, meine ich. Warte kurz. Was steht denn da? Warte kurz. Z1, Fire L. Klick, Zone. Ja. Wo? Ich hab Steini gerade niedergeschlagen. Weil er mich beleidigt hat. Ich hab dich nie beleidigt. Nee, aber ihr braucht ja alle gar kein Morphin. War das nur Steini sein oder wie? Nee, ich hab mir selber gegeben. Steini hat Lohm geschlagen. Das war vielleicht auch woanders, das ist aber die halbe Karte. Nein, das war genau Nein, vor Nein, das war Steinadler. Steinadler wäre dich umgeschlagen. Ich glaub, Bio war das. Das war für die Möse. Bio, sowas machen wir nicht. Bio? Ich hoffe, die anderen haben es nicht. Gut, dass Claudius nicht da ist, sag ich nur, ne? Er hat mich beleidigt. Ja, du kennst das doch. Also der ich halte jetzt die Klappe. Also bitte. Ja. Sei froh. Darauf legen. Verstand, denn willkommen zu sich, der Berliner. Ja. Bravo 3, der Sunny kommt jetzt zu euch. Wenn der da ist, dann Bescheid geben, dann dringen wir zeitgleich ein.